Ey, das geht gar nicht. Ja, pass auf, ich gebe dir nochmal meine Daten durch, ne? Weil dann passt das, ne? Ja, Klaus Dieter Alban, DE 63 9999 3333 9188945. Junge, echt jetzt? Ja. Gib mal ruhig deine Kontonummer bekannt. Kann ich schön bei einem großen Versandhändler einkaufen gehen mit. Deinen Namen kenne ich jetzt auch. Was? Ja, passt schon, passt schon, passt schon, passt schon. Ja, guck mal nach, Dame. Achso, falls dich interessiert, ne, mit die Hilde ist Schluss, ne? Hilde ist Feierabend, weil die war mir zu wild. Die wilde Hilde war mir einfach zu wild. Ja, das war eine wilde Hilde. Alter. Ja, aber ich hab schon eine neue, ne? Hab schon echt korrekterweise eine neue, schon in Aussicht so, ne? Sabrina die Ruhige, ne? Also die Ruhe in Person. Sabrina Ruhige kennst du, ne? Ah, ist eine alte Schulfreundin von mir, die ist echt ruhig, ja, ganz chillig. Ja, weil Hilde, die Wilde, die war mir zu wild. Ja, und Sabrina, das ist so eine ruhige, ich brauch's ruhig und nicht so wild. Ja, das ist, ja, ist, oh, ja, weiß ich auch nicht, das ist einfach so, ne? Stopp! Ja, es ist unglaublich. Ihr wisst gar nicht, was wir hier immer alles so mitbekommen als Busfahrer oder Busfahrerin. Okay, vielleicht bekommt ihr als Fahrgäste es auch mit. Ja, Datenschutz ist dann bei den Leuten gleich null. Wobei das sind dann wieder die Ersten, die wiederum meckern. Datenschutz, müssen vorsichtig sein. Muss ja nicht alle jeder wissen. Zwiespalt in sich. Es ist halt sehr, sehr amüsant, mitzubekommen, was man alles so mitbekommt, ja, als Busfahrer. Ja, also wir befördern ja ganz viele Menschen und ganz viele Menschen telefonieren auch im Bus, weil die sich einfach so denken, oh, okay, jetzt habe ich hier 20 Minuten Busfahrt. Och, jetzt kann ich ja mal meinen Freund anrufen und ihm mitteilen, dass ich meine Regeln habe und dass heute Abend nichts wird. Ernsthaft, Leute, wir kriegen alles mit. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was wir immer für Gespräche mitbekommen. Unter anderem zum Beispiel, wie Hans-Dieter Alban ja seine Kontonummer bekannt gibt, ja, mit Klarnamen und am besten sogar noch den PIN. Das ist genauso wie, als wenn ihr eure EC-Karte habt und dann darauf den PIN schreibt, ne, so, und die da verliert. Gleiche Prinzip, ja. Natürlich werde ich jetzt nicht irgendwie die Kontonummer nehmen und irgendwas auf den Namen stellen und die Adresse dann meine angeben, zum Beispiel das. Aber es gibt findige Menschen, die das rein theoretisch dadurch machen könnten. Wenn ich zum Beispiel einen Anruf bekomme von wegen, ja, wir müssen mit den Kontodaten abgleichen, dann sehe ich immer zu, dass ich das immer relativ irgendwo mache, wo keiner das mitbekommt. Ja? Das ist dann immer so eine Sache, tatsächlich, sehr witzig immer anzuhören. Tatsächlich passiert sowas echt öfter. Genauso wie auch Sex-Telefonatgespräche im Bus. Ja, da sitzt man dann hier so als Fahrer und beißt fast ins Lenkrad vor lauter Lachen, weil die dann auf einmal irgendwelche Sexspielchen da übers Telefon machen. Ja, also das alles schon gegeben. Das ist unfassbar. Oder wie Oma Hilde zum Beispiel, ja, ihr Rezept bestellt, weil sie, keine Ahnung, einen Rollator braucht oder solche Geschichten. Alles schon mitbekommen. Es gibt nichts, worüber nicht in einem Bus am Telefon gesprochen wird. Also es ist wirklich, alle erdenklich möglichen Situationen werden ja, im Bus gerne der gesamten Besatzung praktisch, ja, dem gesamten Fahrgastraum mitgeteilt. Ich weiß nicht, warum manche Menschen das tun, dass sie da keine Scheu vor haben oder so oder sich erstmal gar keine Gedanken darüber gemacht haben. Aber ich zum Beispiel mag es nicht so unbedingt, so in der Öffentlichkeit zu telefonieren. Ich bin sowieso ein ganz schlechter Telefonist. Ich hasse es zu telefonieren. Bei mir geht alles über. Ich bin auch so kein Sprachnachrichtentyp, muss ich ehrlich sagen. Also ich hasse Sprachnachrichten. Also mal, wenn es schnell geht, dann versende ich sie. Aber ansonsten tippe ich immer. Ich bin so ein Tipper. Aber das ist ja auch jedem so das Seine. Aber lasst mich doch gerne mal in den Kommentaren eure Bus-Stories hören. Ja? Was habt ihr denn schon als Fahrgast oder als Busfahrer oder Busfahrerin an Stories mitbekommen, die ihr behalten habt, weil sie vielleicht einfach lustig, amüsant oder einfach nur schräg waren? Schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Ja? Schade, dass es bei einigen Kommentarfunktionen noch keine Sprachnachrichtenfunktion gibt. Das wäre dann auch bestimmt sehr lustig. Aber tippt da ruhig mal ein bisschen ausgiebig eure Erfahrungen, eure Gespräche, was euch wirklich mal so hängen geblieben ist, an Kurioses eines Telefongesprächs eines anderen Fahrgastes. Da bin ich wirklich mal gespannt. Freue mich da so ein bisschen auf euer Feedback. Und vielleicht ist sogar die eine oder andere Geschichte dabei, die man rein theoretisch sogar noch mal verfilmen könnte. Ja, mal gucken, bin gespannt. Und ja, dann sage ich in diesem Sinne, macht euch im Vorfeld Gedanken darüber, was ihr
in einem Bus am Telefon mit euren Gegenüber praktisch bespricht oder nicht bespricht. Und so Datenschutz wird dann meistens bei diesen Menschen sehr klein geschrieben. während bei anderen schon wirklich die Haare bis Ultimo stehen und sagen, ah, Datenschutz, 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 Kontonummer, ja, solche Geschichten halt einfach, ne? Also, ich bin gespannt auf eure Antworten. Lasst mich das gerne wissen. Was war eure kurioseste Geschichte, die ihr mal im Bus miterlebt habt durch den Gespräch, Telefongespräch eines anderen Fahrgastes? So, dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Busfahrer, ihr wisst natürlich, wie immer, was ihr zu tun habt. Lasst mir leichter diskutiert, kommentiert und argumentiert. So, dann war's das und ja, unfassbar, was man manchmal für Gespräche hört. Aber so ist das Leben. Ja, jetzt hat es wenigstens beendet. Was für eine wilde Hilde. Sabrina Ruhe? Oh, jetzt geht das schon wieder los. Im Übrigen wird auch oft am Telefon Schluss gemacht. Ja, also das habe ich auch schon erlebt. Also es gibt auch Menschen, die am Telefon dann im Bus sitzen und sagen so, ah, pass auf hier, ne, so, wilde Hilde, kann nicht mehr, will nicht mehr, ich mache jetzt Schluss. Alles klar, Junge, pass auf, ne, wir hören uns, wir sehen uns, wir palabern dann nochmal, ne, wenn ich die Zeit und Lust habe, ne, dann sage ich bis dahin, tschüss, was guckt der Busfahrer so komisch, der guckt gerade ganz komisch, das ist Berg für dich, aber egal, soll er gucken. So, da gucken, ne? So, ja, pass auf, ich mache jetzt Schluss, ne? Weil Bus voll hier mit Menschen. Ja, ja, hinten sitzen, glaube ich, welche. Also ich sitze hier ganz geschillt gerade alleine. Jut, okidoki, wir sehen uns, wir hören uns, wir feiern das Leben und dann ist gut. Bis dann, hau rein, Socke, ciao. Ja, 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 Sabrina, die Ruhige, mach ich mir klar. Jo, bis dann, jetzt bin ich aber raus. So, tschüss, tschö, bitte. Okay, Mann.